und willkommen zu meinem Freitagsvideo. Heute möchte ich über Weihnachtsmärkte reden. Klingt komisch, ist aber so. Ich bin kein Fan davon. Ich mag dieses Lichterding, dass es da immer so schön hell ist und da dieses, dieses Holz, diese Holzhütten, die finde ich auch toll und vor allem den Streichelzoo liebe ich. Aber so alles in allem, diese ganzen Menschenmengen, dieses Weihnachtlichsein auf Knopfdruck, obwohl es noch November ist, weil die meisten fangen im November an, finde ich einfach nicht so toll. Ich finde es schade, dass die dann meistens auch, also bei uns zumindest hier in unserer Stadt ist es so, dass der Weihnachtsmarkt meistens dann endet, wenn Weihnachten anfängt, wodurch dann natürlich oft es so ist, dass man die Geschenke nicht mehr kurz vor knapp auf dem Markt kaufen kann. Man muss so Wochen davor sich schon wissen, was man will und dann kann man drüber schlendern, aber wenn nicht, dann... Entschuldigt, dann klappt es nicht. Wenn ich jetzt nicht gerutscht wäre, wäre ich gerade mit einem Jenseitsknall auf den Boden geflogen. Naja. Und was ich auch sehr schön finde, ist auf jeden Fall dieser weihnachtliche Duft vom Glühwein und den Waffeln. Und ich esse gerne die Waffeln, muss aber sagen, dass ich dieses Jahr das erste Mal seit, ich würde schon sagen 3 Jahren wieder mal auf einem Weihnachtsmarkt war. Und ich habe euch davon kleine Filmchen gedreht. Die alle zusammen sind dann mein Adventsspezial Nummer 3. Und ja, die könnt ihr euch dann anschauen, wenn ihr mögt. Was ich das Wichtigste finde für mich so als Weihnachtsmarkterlebnis ist, dass es nicht unbedingt bei Tag ist, sondern eher abends, weil dann sieht man die Lichter mehr und dann ist es einfach viel schöner. Was aber auch für mich sehr wichtig ist, und das ist wirklich das Wichtigste, dass ich irgendeinen Laden habe in der Nähe, wo ich dann einfach mich aus diesem Getümmel, aus diesem großen, aus diesem Tram-Tram herum, so glaube ich heißt das Wort, entschuldigt, verabschieden kann und dann nicht noch so ewig lang auf dem Markt stehen muss und diese ganzen Eindrücke mich überrollen. Was ich sehr schön finde an Weihnachtsmärkten ist auf jeden Fall, dass man da immer diese Lammfelle kriegt, wo man dann das ganze Jahr drauf schlafen oder liegen kann oder auch länger. Mützen kriegt man, Schals, viele Leckereien, also nach so einem Weihnachtsmarkt sieht man meistens aus wie das Michelin-Männchen. Dann gibt es bei uns, wie gesagt, den Streichelzoo mit den Schafen, die sind so süß. Ich liebe Schafe an sich, ist mein absolutes Lieblingstier. Und natürlich gibt es dann auch noch so, wie heißen die? Esskastanien, genau, so heißen die. Ja, und das finde ich schön, weil man auf dem Weihnachtsmarkt... Und Kerzen gibt es voll viele. Ja, und ich finde es einfach furchtbar schön und wunderbar, dass man sich da so viele Möglichkeiten hat für tolle Ideen für Geschenke zu Weihnachten. Wenn einem überhaupt nichts einfällt, kann man über den Weihnachtsmarkt laufen und dann fällt einem bestimmt irgendwas ein. Und... Was ich nicht so toll fand und finde, ist, dass es irgendwie immer anders aussieht. Also, dass der Weihnachtsmarkt nicht konsequent irgendwie von der Aufstellung her bleibt. Aber was habe ich erwartet? Nach 3 Jahren ändert sich viel. Ich mag auch nicht diesen ganzen Lärm, der drumherum ist. Und ich mag einfach auch nicht dieses... Ich weiß nicht, man könnte sagen, diese Schwingung, aber ich finde auf dem Weihnachtsmarkt manchmal, ich weiß nicht, ob es jetzt an mir liegt oder ob es einfach so ist, dass da oft auch viel gestresst ist und so keine Entspannung wirklich herrscht, noch nicht diese Ruhe, die man so mit Weihnachten im Kopf verbindet, also ich zumindest. Deswegen finde ich für mich immer das Schönste am Weihnachtsmarkt, das habe ich jedes Jahr, wenn ich da war, gemacht, war,
Ich bin dann zu meinem Lieblingsspielzeugladen in der Stadt gegangen und habe da dann einfach noch ein paar Minuten verbracht, weil da ist schön warm und ich liebe Spielsachen. Ich bin der totale Spielemensch. Ich liebe Brettspiele total, weil ich das so schön finde, einfach mit der Familie da zu sein und etwas zusammenzuspielen. Oder auch Kartenspiele sind was sehr Schönes. Oh, ich könnte stundenlang Uno spielen oder solche Spiele. Oh, und dann gibt es dieses Spiel Ratefix. Das liebe ich total. Da bin ich auch bei uns in der Familie absoluter Champion. Da drin und in dem Spiel Zaster bin ich echt gut. Da habe ich noch nie verloren. Ja, und ich finde einfach, das Schönste für mich am Weihnachtsmarkt ist so dieses, dass mein Vater da immer mitkommt und ich dann einfach Zeit habe, um mit meinem Dad zu verbringen oder. Ja, oder auch manchmal nur mit Mom. Ich war auch schon mal mit Babette auf dem Weihnachtsmarkt, das war auch sehr schön. Auch mal mit Babette und Mom zusammen. Also ist irgendwie dann doch nicht so lange her. Aber ich war auf jeden Fall letztes Jahr nicht. Ich finde aber auch, dass so ein kleiner Weihnachtsmarkt viel mehr hat als so ein riesiger. Also ich weiß nicht, wie es in Köln ist oder in einer Großstadt wie München oder Köln ist auch eine Großstadt. Entschuldigt, Geografie ist auch nicht meine Stärke, ist hiermit auch wieder offiziell. Oder Hamburg oder Bremen oder Berlin. Oh, vor allem Berlin. Ich glaube, der in Berlin ist voll riesig. Oder gibt es da mehrere kleine? Falls jemand von euch aus Berlin ist und mir das sagen könnte, wäre das voll cool. Aber ich glaube, ich finde es schöner, wenn man so einen kleinen, beschaulichen also Weihnachtsmarkt hat, wo man einfach, ja, wo viel mehr Möglichkeiten sind, um auch mal eine Verschnaufpause zu machen, wo nicht so tausende, abertausende Leute drumherum sind. Ja, was mache ich noch? Was fällt mir dann noch so ein zum Thema? Also, ich muss sagen, ich gehe meistens nur auf den Weihnachtsmarkt, wenn ich keine Geschenkideen habe. Wobei Geschenkideen bei mir ja relativ ist, weil ich oft mich bei den Geschenken einfach bei meiner Mom oder bei meinem Dad anhänge und eigentlich keine eigenen Geschenke so richtig verschenke. Das Einzige, was ich euch jetzt erzählen könnte, wäre, ich habe vor vielen Jahren, da war ich glaube 8 oder 9, habe ich meinem Vater ein Zippo geschenkt von dieses Sturmfeuerzeug. Ich weiß nicht warum, mein Vater ist nicht Raucher oder so, aber ich fand es damals eine tolle Idee. Und zwar, ich glaube, jetzt weiß ich wieder warum, wegen dem Slogan, ein Zippo hat lebenslang Garantie. Da habe ich mir gedacht, dann habe ich jetzt garantiert für jedes Jahr für meinen Vater ein Geschenk. Und seitdem kriegt mein Vater von mir zu allen Festen immer ein Zippo. Manchmal noch eine schöne Karte, die ich selbst gebastelt habe oder irgendwas anderes, aber meistens das Zippo. Ja, diesen Freitag, entschuldigt, fällt mir eigentlich sonst nichts mehr zum Weihnachtsmarkt so ein. Oh, was ich auch so mag, sind Orangen und Mandarinen. Ich liebe die. Das ist mein absolutes Lieblings. Obst, naja, ich weiß nicht, ob es als Obst zählt. Aber auf jeden Fall, davon esse ich immer sehr gerne welche. Und ich freue mich auch schon riesig, um ehrlich zu sein, auf unser Weihnachtsessen. Ich verbinde irgendwie Weihnachtsmarkt immer meistens so mit Essen. Oh Gott, ja. Jetzt kann ich euch irgendwie tatsächlich nichts mehr großartig erzählen. Außer, dass ich für meinen Teil das Nervigste immer finde, dieses lange Laufen. Also, das da musste ja ständig laufen. Und das finde ich nicht so toll. Was ich hingegen wieder toll finde, ist, wenn du auf dem Weihnachtsmarkt bist und es schneit. Oh, das ist wirklich schön. So bei Abend. Das finde ich toll. Naja. Sei es drum, heute mal das Video etwas kürzer, kann man ja auch mal machen. Und vor allem auch etwas, ja,
undefinierte und mal nicht mit so einem festen Thema. Aber erzählt mir auf jeden Fall eine tolle... Ich könnte euch noch gerade eine Weihnachtsmarktgeschichte erzählen. Da habe ich nur eine, aber die ist gar nicht so schlecht. Als ich ein kleines Mädchen war, war ich mit meinem Papst in der Stadt. Wir wollten ein Geschenk für Mom kaufen und dann hat er mich wie meistens getragen. Also ich war wirklich noch klein, so 3 oder 4. Und dann habe ich auf jeden Fall, habe ich meinem Vater seine Hand losgelassen. Auf dem Arm schon. Und dann hat er mich abgesetzt. Und dann, weil ich habe damals die Angewohnheit, manchmal gab mein Papa seine Hand noch, während er mich trägt, zu greifen, damit ich nicht runterfliege. Aber auf jeden Fall habe ich sie dann da mal losgelassen und dann bin ich eben neben ihm hergelaufen. Und dann irgendwann habe ich mich jenseits verlaufen und habe Dad aus den Augen verloren, kurzzeitig. Und dann habe ich ihn eigentlich recht schnell wiedergefunden. Er hat mich dann auch gesucht. Aber als ich mich dann umgedreht habe, weil ich eben zu meinem Vater hingelaufen bin und dann habe ich mich so... habe ich eigentlich nicht drauf geachtet, was sonst so war. Ich habe eigentlich nur gesehen, da ist Daddy und war froh. Und als ich mich dann umgedreht habe, dann war da diese Schafe, diese vielen Schäfchen und ja, irgendwie war das so in dem Moment so ein toller Moment. Man kann es irgendwie nicht so beschreiben, weil da waren die Schäfchen, ich habe meinen Dad wiedergefunden, der Waffelstand war direkt neben uns. Ja. Und ja, ich glaube, ich habe Dad gar nicht verloren, sondern ich bin von Dads Hand auf Moms Hand gewechselt. Ah, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ist schon etwas zu lang her. Aber auf jeden Fall sind wir dann bei den Schäfchen, habe ich dann noch eine Waffe bekommen und wir sind zu den Schäfchen, haben Schäfchen angeguckt. Ich habe Schäfchen streicheln dürfen und Schafe sind einfach meine Lieblingstiere neben Hasen, um ehrlich zu sein. Als Kind wollte ich immer eine Schafzucht haben. Aber dann habe ich mir überlegt, die riechen immer so furchtbar. Und dann war es irgendwie wieder vorbei. Naja, also dann. Erzählt mir eine tolle Geschichte von eurem ersten Mal auf dem Weihnachtsmarkt oder irgendeinem Weihnachtsmarktbesuch, wo was Tolles, was Lustiges, was Interessantes passiert ist. Schreibt es mir doch einfach in die Kommentare. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder irgend sonst was euch interessiert, dann schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch gerne über Facebook schreiben. Das ist dann die Ella Bella Flor. Da findet man mich übrigens überall drunter jetzt. Außer bei den anderen sozialen Medien. Ich bin irgendwie nur auf Facebook unterwegs. Noch. Aber ich plane vielleicht auch mir noch ein Twitter oder Instagram oder irgend sowas noch zuzulegen. Mal sehen. Ja, oder ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Das wäre dann die bell.riedmeier@outlook.com. Und jetzt noch eine kleine Ankündigung. Am Sonntag kommt dann, wie gesagt, mein Adventsspezial Nummer 3. Und da seht ihr mich dann einfach auf dem Weihnachtsmarkt und in meinem absoluten Lieblingsladen, wo ich in keinem anderen Laden fühle ich mich so wohl wie dort. An dieser Stelle sage ich übrigens noch Hallo zum Ladenbesitzer und hoffe, dass euch mein Video Spaß gemacht hat. Bis dann. Tschüss.